Die Ufer der Moldau als Vedute. So schön wie von Canaletto gemalt, aber aufgenommen von dem tschechischen Fotografen Josef Sudek. Nur zwei Dinge haben Josef Sudek interessiert: die Stadt Prag und die Wirkung des Lichts. Sein Leben lang hat er Prag fotografiert, zu allen Jahreszeiten, vom Morgen bis in die Nacht, von ihrem Herzen bis hinaus in die Peripherie. Als er 1976 stirbt, ist er bei seinen Landsleuten bereits als Prager Spaziergänger unsterblich. Als Poet mit der Kamera. 20.000 Negative und 40.000 Abzüge in seinem Nachlass zeugen von seiner lebenslangen Suche nach dem richtigen Licht. Josef Sudek war in Prag eine stadtbekannte Erscheinung. Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts entdeckt er eine alte Kodak-Panoramakamera, mit der er fortan seine Stadt fotografiert, sie umkreist, in sie eindringt und sie feiert und ihr schließlich mit dem Buch Prag im Panorama 5 Jahre später das wohl schönste Geschenk bereitet. Josef Sudek war zu dieser Zeit ein gefeierter Fotograf. Er hatte mehrere Bücher über Prag, den Hradschin, die Parks und Gärten sowie die Karlsbrücke veröffentlicht. Daneben hatte er Porträts fotografiert, Naturaufnahmen und Stillleben und sogar Akte. Alles in derselben Qualität und mit derselben poetischen Handschrift. Josef Sudek war in Prag so etwas wie eine Institution. Fast ein halbes Jahrhundert arbeitet Josef Sudek in einem kleinen Holzatelier im zweiten Hinterhof eines Mietshauses unterhalb des Petrinhügels. In diesem bescheidenen Rahmen sind seine berühmten Bildzyklen wie Blick aus meinem Fenster oder die Stillleben entstanden, deren Abzüge heute zu den Schätzen der großen Museen in aller Welt gehören. Hier empfing Josef Sudek seine Künstlerfreunde zu gemeinsamen Musikabenden. Und hier wohnte er auch zusammen mit seiner Schwester, die ihm in der Dunkelkammer half. Dieser Raum war früher bis zur Decke gefüllt. Hier zum Beispiel, wo jetzt dieses Becken steht, stand ein viel größeres, in dem Sudek seine Fotografien gewässert hat. Auf dem Becken standen noch Schalen, in denen fixiert wurde. Und natürlich die Schalen fürs Entwicklerbad. Ein weiteres Wasserbecken war hier und hier hinter mir befanden sich die beiden Kopiermaschinen. In dieser Nische stand ein großer hölzerner Vergrößerungsapparat. Das Fensterchen, das man dort oben sieht, wurde eigentlich deswegen gemacht, damit die Wärme aus diesem großen Holzschrank, der voller alter Glühbirnen war, abziehen konnte. Im Frühling erinnere ich mich immer daran, wie Sudek, wenn der Frühling kam, stets in die Parks gegangen ist und sich anschaute, wie die Knospen sprossen. Es war einfach typisch für ihn, dass er sich das anschaute. Und er schaute auch, ob das Wetter fotografisch ist. Dann hat er die Uhr genommen und sagte, na, ich komme morgen hierher, aber um etwa eine Stunde früher. Das war sein Stil des Fotografierens. Er musste das Motiv mehrmals sehen, es durchdenken, aber dann nur einmal belichten und nicht 100-mal belichten, um daraus dann etwas auszuwählen. Thank you.
Einmal habe ich Sudek unweit von hier bei einem Foto assistiert. Dafür sind wir etwa 3 Jahre lang hergekommen. Es handelte sich um kleine Äste, die im Frühjahr silberner wurden. Sudek wollte sie aber zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt fotografieren. Die untergehende Sonne sollte noch dabei sein. Das alles zusammen hielt aber nur 3 Tage im Jahr. Wenn es zufälligerweise keine Sonne gab oder wenn es regnerisch war, hat man das eben vertagt und machte es ein Jahr später. Genauso war es, wenn er Panoramafotos machte. Da musste das Motiv auch vorbereitet sein. Die Kodak-Panoramakamera musste für jede Aufnahme mit einem neuen Planfilm gefüllt werden. Wenn man dann auslöste, belichtete das Objektiv in einem schnellen Schwenk den eingelegten Film. Um den Film einzulegen, musste er die Kamera hier öffnen, auf die Rundung den Planfilm im Format 10x30 cm einlegen und dann wieder verschließen. Die Filmstreifen hatte er in Schwarzpapier eingepackt. Sie steckten in extra dafür angefertigten Holzköchern. Das Buch Prag im Panorama ist eines der berühmtesten Fotobücher überhaupt. Noch nie zuvor hatte sich jemand mit diesem Fleiß und dieser Akribie einer Stadt als Sujet gewidmet. Noch nie zuvor hatte es ein Buch über eine Stadt gegeben, in dem die Tristesse der Vorstadt denselben Raum bekam wie ihre Sehenswürdigkeiten. Und noch nie zuvor waren in einem Buch alle 284 Aufnahmen in exakt derselben Größe gedruckt, in der sie entstanden waren. Znám vlastně skoro celý svůj život. To znamená, že když mi bylo 17 let asi, Sudek kenne ich eigentlich mein ganzes Leben. Als ich etwa 17 war, nahm ich meinen Vater, ein Musikwissenschaftler, mit zu einem Besuch im Atelier von Sudek. Es gab dort immer wieder Konzerte mit Musik von Schallplatten. Alles war sehr interessant und intensiv. Ich war von der Person Josef Sudeks jedoch nicht besonders gefesselt, obwohl er zu der Zeit bereits sehr bekannt war. Aber sein Lebensstil, diese einzigartige Bohème und die ganze Art der Gesellschaft hat mich damals in meiner Jugend nicht angesprochen. Ich befasste mich später mit anderen Fotografen, machte Bücher über Cartier-Bresson, über Kappa und Kertész. Und somit kam mir Sudek als jemand vor, der Prag beschreibt und den Hradčín, also zu offiziell ist. Erst nach und nach habe ich sein Werk verstanden, als ich weitere, eigentlich versteckte Fotografien sah, die nicht so öffentlich publiziert wurden. Erst in den 60er Jahren, als ich meine Meinung ein bisschen geändert hatte, sind wir uns näher gekommen.
Er brauchte mich. Ich habe für ihn übersetzt, seine Briefe in Fremdsprachen geschrieben, Korrespondenz erledigt. Ich war bei verschiedenen Besuchen anwesend und habe ihn auch in einige Ausstellungen, die ich im Kunstgewerbemuseum veranstaltete, eingegliedert. Die Freundschaft wurde immer tiefer und interessanter. Ich habe letztlich alle Schichten seiner Persönlichkeit kennengelernt, die sehr farbenreich war. Josef Sudeck wird 1896 in Kolín an der Elbe, einem kleinen Städtchen östlich von Prag, geboren. Sein Vater, der Anstreicher ist, stirbt, als Josef 3 ist. Die Mutter zieht mit Josef und seiner Schwester Božena in das Dorf Nové Dvory. Josef besucht die Handwerkerschule und macht anschließend eine Lehre als Buchbinder. Seine Schwester wird bei einer Tante, die Fotografin ist, zur Retuscheurin ausgebildet. Erste Fotos entstehen im Familienkreis, bei Besuchen in Prag sowie an der Front in Italien. 1915 wird Josef Sudeck, da Tschechien damals Teil von Österreich-Ungarn war, zum Ersten Weltkrieg eingezogen. Schon ein Jahr später wird er verwundet. Und nach mehreren Lazarettaufenthalten muss ihm schließlich der rechte Arm amputiert werden. Als Josef Sudeck nach dem Krieg nach Prag zurückkommt, lebt er im Veteranenheim Invalidovna. Eine Arbeit als Buchbinder kommt nun nicht mehr in Frage. Die Entscheidung fällt auf die Fotografie als künftigen Beruf. Sudeck wird Mitglied im Club der Amateurfotografen. Schon 1921 erhält er dort einen ersten Preis für eine Elblandschaft, die ganz im Stil der Zeit gehalten ist. Doch ein Jahr später wird er bereits wieder ausgeschlossen. 1922 beginnt er ein Studium der Fotografie an der Grafischen Lehranstalt bei Professor Karel Novak, einem Verfechter des die Malerei nachahmenden Piktorialismus. Josef Sudeck fotografiert eine erste eigenständige Serie in der Invalidovna. Er konzentriert sich dabei ganz auf das Licht, das für weiche Konturen sorgt und die Veteranen in den Aufenthaltsräumen wie entrückt erscheinen lässt. Die ganze Atmosphäre dieser Bilder verdankt sich diesem impressionistisch anmutenden Licht. Mitte der 20er Jahre beendet Josef Sudeck sein Studium und gründet mit dem Fotografen Jaromír Funke, der wie er aus Kolín stammt, sowie Adolf Schneeberger, die Tschechische Fotografische Gesellschaft. Wir stellen uns in Gegensatz zur Generation unserer Väter und protestieren gegen die künstlerischen Tendenzen der Fotografie, verkünden sie lautstark. Eine weitere eigenständige Serie entsteht auf der Elbinsel in Kolín, wo Sudeck das großbürgerliche Sonntagnachmittagstreiben fotografiert. Wieder steht das Licht im Vordergrund, das die Umrisse der Personen fein modelliert. Die Konturen verschwimmen und sind kaum wahrnehmbar. Wieder kommt Sudeck zu ähnlichen Ergebnissen wie in der Plein-Air-Malerei des 19. Jahrhunderts. Modern im eigentlichen Sinne ist er aber noch nicht. In dieser Zeit fotografiert Josef Sudeck auch die durch Staatspräsident Masaryk angeregten Wiederherstellungsarbeiten im St. Veitsdom. 4 Jahre nimmt ihn diese Tätigkeit in Anspruch, in der sich sein Stil völlig von den spätpiktorialistischen Tendenzen entfernt
und sich der Strenge der neuen Sachlichkeit annähert. Für mich bedeutete der Piktorialismus eine größere Etappe, da er meinem romantischen Denken entsprach. Diese Etappe war mit dem Fotografieren von St. Veit zu Ende, wo die gotische Architektur zwar als Dokument erhalten bleibt, aber veredelt und mit den Linien von Licht und Hell-Dunkel kombiniert ist. Josef Sudeck hatte dabei dasselbe wache Auge für eine Schubkarre wie für die Formen der gotischen Architektur. Offensichtlich hat er hier ein dauerhaftes Konzept gefunden. Die Begegnung des Gewöhnlichen mit dem Kostbaren, wie es Anna Farova ausgedrückt hat. Zu einem Höhepunkt seiner Auseinandersetzung mit dem neuen Stil geraten seine Fotos vom Innenhof der Burg, die 10 Jahre später entstehen und diesen steil von oben zeigen. Ende der 20er Jahre, mit 31 Jahren, eröffnet Josef Sudeck ein Atelier für Fotografie und debütiert damit auf dem kommerziellen Markt. Für den Verlag Drustevni Prace, der die Zeitschrift Panorama herausgibt, fertigt Sudeck bald auch Werbefotos von Möbeln, Geschirr oder Gläsern an, die von dem genialen Designer Ladislav Sutna entworfen wurden. Alles im neusachlichen, teils konstruktivistischen Stil. In diesen Jahren nimmt Sudeck auch an mehreren wichtigen Fotoausstellungen in Prag teil. In nur einem Jahrzehnt hat er sich bereits einen Namen als Fotograf gemacht. Sudeck fotografiert als Brotarbeit auch Kunstwerke der Nationalgalerie oder Arbeiten lebender Künstler. Von einigen von ihnen entstehen auch Porträts, die sein großes Talent in der Komposition und in seinem souveränen Umgang mit der Beleuchtung zeigen. Den Grafiker Václav Sivko gibt er nur als Spiegelung auf seiner Radierplatte wieder, den Radiergriffel in der Hand. Bei der Schauspielerin Milena Vildova scheint es ihm nur auf das Spiel des Lichtes auf ihrem Gesicht anzukommen. Den Fotografen Jaromir Funke präsentiert er ganz in sich und seinen Mantel verschlossen. Der kubistische Maler Emil Filler scheint der Komposition eines seiner Bilder entsprungen. Und die große Verletzlichkeit des Malers František Tichý drückt sich in seiner ganzen Körpersprache aus. Als Hitler 1939 die Tschechoslowakei besetzt, wird es für Josef Sudeck zu gefährlich, mit seinen alten Plattenkameras Prag zu durchstreifen. Niemand würde ihm glauben, dass er nur auf der Suche nach Motiven und der richtigen Stimmung ist. Er zieht sich in seinen Garten und sein Atelier zurück. Fast gleichzeitig macht er eine für ihn grundlegende Entdeckung. Er sieht einen Kontaktabzug einer Statue im ungewöhnlich großen Format von 30 x 40 cm und bemerkt, neben der absoluten Schärfe, die schier unermessliche Fülle an Nuancen und Valeurs in den Lichtschattenpartien. Es ist ein Wendepunkt in seinem Schaffen. Fortan verzichtet er auf Vergrößerungen und macht nur noch Kontaktabzüge seiner Großnegative. Er beginnt über die Jahreszeiten hinweg den Blick aus seinem Fenster zu fotografieren, wobei ihn weniger der Ausblick interessiert, als das, was sich auf der Oberfläche der Fensterscheibe abspielt. Regen, Dunst, Eis, Schlieren, Tropfen. Diesem Sujet wird Sudeck fast 2 Jahrzehnte lang treu bleiben.
Bei der Beschäftigung mit seinem Fenster entdeckt Josef Sudek auch das Stillleben für sich. Zuerst sind es noch Gläser mit Blütenzweigen auf der Fensterbank, die seine Aufmerksamkeit erregen. Doch schon bald positioniert er auch Obst, Eier oder Zwiebeln auf seinem Tisch und beginnt, mit deren Formen im Raum zu spielen. Dabei orientiert er sich immer wieder auch an Vorbildern aus der Malerei, an Stillleben, die Van de Velde, Chardin oder Joseph Navratil gemalt haben. Es ist vor allem wieder das Licht, das ihn bei diesen Kompositionen interessiert. Die Wirkung des Lichts habe ich mir damals anhand des Stilllebens klargemacht. Das Stillleben war mein Laboratorium. Bei seinen Fotografien von geschliffenen Gläsern geht Josef Sudek so weit, dass nur noch streng abstrakte Formen als Bildaussage übrig bleiben. Doch mit Hilfe des Lichts und den alltäglichen Gegenständen, mit denen er seine Gläser dann kombiniert, entsteht zuletzt doch wieder reine Poesie. Ende der 40er Jahre experimentiert Josef Sudek mit der alten Kopiertechnik des Pigmentdruckes, um seinen Abzügen durch tonale Einfärbungen eine fast malerische Aura zu verleihen und sie auch haltbarer zu machen. Beim Pigment-Transfer-Print ist, wie der Name schon sagt, einmal ein Farbpigment, was schwarz, rot, braun, grün, also einfarbig sein kann, benutzt werden kann. Und es ist ein Transfer-Print, das heißt, es wird gesandwiched. Man nennt also ein Negativ, das positive Transferpapier wird praktisch so abgezogen, sodass ein spiegelverkehrtes Bild entsteht. Er hat das besonders einleuchtend gezeigt, indem er sowohl von dem gleichen Negativ einen Silbergelatineabzug gemacht hat und einen Transferpigmentabzug, sodass man also auch die, wenn man sie nebeneinander sieht, eben es genau spiegelverkehrt ist. Dieses Prinzip kommt aus dem 19. Jahrhundert. Port Vern hat schon damit experimentiert, aber es ist ein sehr technisch detailliertes und mit Chemikalien verbundenes Prinzip. Auch was sein Handwerkszeug betraf, die voluminösen hölzernen Plattenkameras und die großen Negative, mit denen sie bestückt werden mussten, war Josef Sudek eigentlich noch ein Fotograf des 19. Jahrhunderts. Was ihn modern machte, waren seine Bildauffassung und seine Bildfindung. Anna Farova beschrieb das folgendermaßen. In Sudeks Person verwirklichte sich eine ganze Periode der Entwicklung in der Fotografie. Vom Gewerbe hin zur Kunst, vom Amateurhaften zur künstlerischen Verantwortung, von der Auftragsarbeit zum freien, imaginativen Schaffen, von der Nachfolge zeitgenössischer Strömungen zu persönlichem Ausdruck. Schon bei seiner Arbeit in St. Veit hatte Josef Sudek den Architekten Dr. Otto Rothmeier kennengelernt, der Besitzer eines besonderen Gartens war, für den er selbst filigrane Möbel und Vasen entworfen hatte. Sudek freundete sich mit Dr. Rothmeier an und besuchte ihn immer wieder in seinem Refugium, das für ihn zum Zaubergarten wurde. Es waren nicht nur die fantastischen Objekte, die es dort zu entdecken gab, sondern wieder das Spiel des Lichts, das diese Dinge für ihn erst magisch machte. Thank you.
Zeitlebens hat Josef Sudek auch die öffentlichen Prager Parks und Gärten, besonders die unterhalb der Burg gelegenen, durchstreift und fotografiert. Der Garten oder Park war für ihn wie eine zweite, eine Parallelwelt. Es ist das Abbild der Natur, das diesen besonderen lyrischen Ton in sein Werk brachte, den sonst nur Prager Poeten, wie der Nobelpreisträger Jaroslav Seifert, ein lebenslanger Freund Sudeks, in seinen Gedichten beherrschte. Es ist schade, dass der Frühling in diesem Jahr so spät dran ist, so Sudek, denn ich gehe gerne in die Landschaft hinaus, stelle meine Kamera auf und fotografiere das Aufblühen der Flora auf Hügeln und Feldern. Ich liebe den Sonnenschein und ich hasse die Kälte. Deshalb ziehe ich mich in der kalten Jahreszeit in mein Haus zurück und gehe nicht vor die Tür. Ich wühle in alten Negativen, kopiere und weil ich überall einen solchen Saustall habe, nimmt das so viel Zeit in Anspruch. Sudek tady žil skromně a zdálo se, že tady je chaos. Sudek lebte hier bescheiden und es sah alles nach Chaos aus. Aber dieses Chaos kam von der Kultur. Hier war so viel Kultur, dass einige andere Sachen gar nicht sein konnten. Zum Beispiel schlief er dort hinten. Es war nur ein kleiner Raum und darin standen zwei Betten. Davor türmten sich einige Sachen auf, davor stand der Paravent, der eigentlich die Betten verbergen sollte. Er wurde immer weiter nach vorne geschoben. Und so verschob und verschob sich alles, bis nur noch ein kleiner Platz für die Besucher übrig blieb. Hier an dieser Stelle, und da haben wir uns halt alle gedrängt. Einige konnten sich noch bis dahin setzen, sodass wir auf allem Möglichen saßen, was bei der Hand war. Ich habe auch manchmal auf etwas gesessen, wovon ich gar nicht wusste, was das ist. Ich fragte Sudek, was ist das? Und er sagte, na, das ist doch ein Objektiv. Auf so einem dicken Objektiv saß ich und wir hörten Musik. Es war wunderbar. Vor Weihnachten gab es Musik von Bach, vor Ostern auch. Es war immer irgendwie thematisch. Sudek hat das ausgewählt und wir haben ihn auswählen lassen. Musik war für Josef Sudek ein Leben lang eine Inspirationsquelle. Wenn man die Fotografie ernst betreibt, sollte man sich auch noch für eine andere Kunstform interessieren. Für mich ist das die Musik. Das Hören von Musik zeigt sich in meinem Werk wie in einem Spiegel. Ich entspanne und die Welt zeigt sich freundlicher. Ich warte, dass alles um mich herum Schönheit ist. Wie Musik. Fast 20 Jahre lang fährt Josef Sudek in das Mittelgebirge der Beskiden und nach Hukvaldi, ein Dorf an ihren westlichen Ausläufern. Hier wurde 1854 der Komponist Leos Janáček als Sohn eines Dorfschullehrers geboren, der auch immer wieder in die beschauliche Ruhe dieser lieblichen Landschaft zurückgekehrt ist. Sudek fing das Lyrische dieser Landschaft ein, die Buchenwälder, die das Dorf umgeben, das Sommerhaus von Janáček, das heute Museum ist. Diese fotografische Beschreibung veröffentlichte er erst in den 70er Jahren in dem Buch Janáčeks Hukvaldi als Verbeugung vor dem von ihm verehrten Komponisten. Auch im Haus von Leos Janáček war es das Licht, das Sudek faszinierte. Gewissermaßen die Töne des Lichts. Wie dringen sie durch die Gardinen? Und wo zaubern sie und werfen kleine Lichtkleckse?
In dem Naturschutzgebiet Mionchi muss Josef Sudek seine eigene innere Welt wiedergefunden haben. Denn er kam zwischen 1950 und 1970 regelmäßig hierher. Mionchi ist eigentlich nicht mehr als eine vom Wind umtoste Bergkuppe, zu der man durch einen Mischwald aus Buchen und Tannen hinaufsteigt. Der Wald und die Auseinandersetzung mit ihm wird zu einem neuen, eigenständigen Komplex in Sudeks Werk. Sudek fotografoval v Beskydech krajinu. Sudek fotografierte in den Beskiden die Landschaft, ein wenig auch die Stadt Frenstadt, aber vor allem den Wald am Ratoscht, das heißt an den Gipfelpartien, den Scheitelpartien der Beskiden. Als er dann Mionchi kennenlernte, hat ihm natürlich der Wald am Mionchi am besten gefallen. Er hat ihn sehr inspiriert wegen seiner Unberührtheit. Die Baumtorsi erinnerten ihn an Statuen. Er hat sich damals auch ein bisschen mit der Gotik und dem Barock und mit den Statuen dieser Epochen beschäftigt. Und an dies alles erinnerte ihn der absterbende Wald am Mionchi. Von Mionchi war er direkt begeistert. Er hatte eine interessante Art, wie man ein Motiv sucht. Er schaute eigentlich nicht so sehr um sich herum, sondern er schaute zu Boden. Und ich hatte das Gefühl, dass er ein Motiv eigentlich nach dem Licht fand. Erst wenn er auf dem Boden sah, dass es ein günstiges Licht gibt, hat er sich umgeschaut und sagte: Bau es hier auf. Ich musste das Stativ aufstellen, aber alles andere hat er dann selbst gemacht. Dann hat er nur noch kommandiert, welche Objektive ich auszuwechseln hatte, weil er natürlich an der 18x24 Plattenkamera eine ganze Reihe von Objektiven hatte. Oder ob ich den Filter aufsetzen soll oder nicht. Und dann hat er belichtet. Und die Belichtungen am Nachmittag im Wald oder gegen 6 am Abend, als es bereits dämmerte, das war im Juni, waren manchmal so lang, dass wir eine Decke ausbreiteten. Wir setzten uns auf die Decke und wir saßen und haben die 10- bis 15-minütigen Belichtungen im Wald abgesessen. Zu Josef Sudeks 60. Geburtstag erscheint in Prag eine große Monographie. Er wird vom Verband der tschechoslowakischen Künstler in die Fachkommission für künstlerische Fotografie berufen und er beginnt mit einem neuen Panoramazyklus,
der jedoch zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht werden kann. Sudeck reist ins nordwestböhmische Braunkohlebecken, wo zugunsten des Kohleabbaus nicht nur ein ganzer Landstrich verwüstet wurde, sondern auch eine gesamte gewachsene Stadt weichen musste und als Plattensiedlung neu aufgebaut wurde. Auf den ersten Blick sind seine Fotografien ein frühes ökologisches Dokument. Auf den zweiten fällt jedoch auf, dass er trotz der Traurigkeit dieser Landschaft selbst in ihrer Zerstörung noch so etwas wie Schönheit entdecken konnte. Einen fast romantischen Hauch. In den 60er Jahren erhält Josef Sudeck, der sich nie um etwas anderes als sich selbst und seine Visionen gekümmert hat, vom tschechoslowakischen Staat den Titel Verdienter Künstler. Auch der Orden der Arbeit wird ihm verliehen und vom Verband der tschechoslowakischen bildenden Künstler der Preis für angewandte Kunst und Industriedesign. 1968 wird er zum ersten Mal in Amerika ausgestellt. Doch seine Mission, sein Sich-Einfühlen in die lebendige und leblose Wirklichkeit, wie Antonin Dufek einmal sein Schaffensmotto beschrieben hat, ist noch nicht zu Ende. Josef Sudeck findet ein letztes Sujet, das die Quintessenz seines bisherigen Fotografierens darstellt. Die Unordnung auf seinem Tisch. Sudeck nennt diese letzte Serie schlicht Labyrinthe. Auf seinen Fotos wird das, was die Zeit angehäuft hat, auf einmal zur absoluten Harmonie. In den sogenannten Glaslabyrinthen ist es nun die künstliche Beleuchtung, die aus Glasprismen, Glasplatten und Gläsern Harmonie entstehen lässt. Wohlklang und Ruhe. Sudeck hatte zuletzt selbst Regie geführt beim Licht. Thank you.
Josef Sudek stirbt kurz nach der Eröffnung seiner Retrospektive, die Anna Fadova zu seinem 80. Geburtstag im Prager Kunstgewerbemuseum eingerichtet hat, an Krebs. Seine eine Hand war durch den lebenslangen Kontakt mit den Chemikalien schon ganz schwarz. Die Chemikalien selbst bereits in seinen Körper eingedrungen. Prag hatte den Poeten mit der Kamera, diesen großen Einzelgänger, für immer verloren. Unvergesslich wird er bleiben als ein Fotograf, der in seiner Arbeit eine Brücke vom 19. zum 20. Jahrhundert zur Moderne geschlagen hat.